Ja, hey, servus und hallo. Wenn du uns bereits folgst, hast du eventuell schon mitbekommen, dass ich Fan von 360 Grad Actionkameras bin. Insbesondere derer von Insta360 und diese auch schon länger einsetze. Das erste Mal 2020 bei meinem Eintages-Alpencross von München zum Gardasee. Seitdem auf weiteren Alpencross- und Bikepacking-Touren, zum Beispiel nach Rom, Prag, Amsterdam oder Paris. Und daher freue ich mich auch sehr, dass Insta360 jetzt neue Kamerahalter fürs Rennrad rausgebracht hat. Ganz neu, ganz frisch und in gewohnter Spitzenqualität. Das sieht nicht nur so aus, das fühlt sich auch sehr hochwertig an. Super verarbeitet und stabil, sehr edles Teil und dazu durchdacht. Zudem, wie du siehst, eine super einfache Montage, für die alles mitgeliefert wird. Diesen Halter für klassische Vorbauten kannst du oben oder unten montieren. Es gibt auch eine Version für die modernen integrierten Vorbau-Lenker-Kombis. Schau dir dazu auch die Outtakes am Ende an. Mit dabei sind die verschiedenen Halter für Garmin, Brighton, Giant und Wahoo-Radcomputer. Ich habe hier mal den Garmin 1040 und den 840 aufgeschmissen und meine Insta360 X4 angeschraubt. Mit dieser 8K Actioncam bei 30 FPS und 5,7K bei 60 FPS kannst du atemberaubende Videos deiner Abenteuer aufnehmen. Sehr cool stelle ich mir das bei Rennen vor. Die 360 Grad Kamera nimmt ja rundum auf und du kannst dann später beim Editieren den Ausschnitt der Szene wählen, der dir am besten gefällt. Und das ultra scharf, 8K für 78% mehr Pixel als mit 5,7K. Schau dir gerne auch meine anderen Videos zu den Kameras mit vielen Tipps für Bike-Videos an. Ist für die Straße gedacht und bis zu 60 km/h freigegeben. Hier fahre ich mal leichte Gravel-Abschnitte, war kein Problem. Moment, stopp, was ist das? Aufnahme von hinten? Ja, genau, denn Insta360 hat auch einen neuen Halter für hinten entwickelt. Und dieser Halter hat es in sich. Wart's ab. Aber erstmal den Grundhalter an den Sattelstreben montieren. Das ist dann schon mal der Basishalter und hier kannst du über den Universalanschluss bereits Actioncams direkt befestigen. Zum Beispiel die Ace Pro oder
oder die Insta360 Go-Serie, wie hier die Go 3S, horizontal oder vertikal, und natürlich auch die Insta360 X-Serie, X1, 2, 3 oder wie ich hier die 4 mit oder ohne Rahmen. Richtig cool wird es aber erst mit dem Selfie-Stick-Halter, der an die Sattelstütze montiert wird. Das ist mal wieder eine gewohnt hochwertige Qualität, sehr edle Teile. Ich empfehle aber, den Selfie-Stick nicht ganz auszufahren. Besonders wenn du schneller oder ruppiger unterwegs bist. Sonst schafft es selbst die moderne KI und High-End-Stabilisator der X4 es nicht sauber aufzunehmen. Da würde ich dann nur die ersten beiden Teleskop-Elemente ausziehen oder auch mal gar nicht, so wie hier. Probiere doch aus, wie es für dich am besten passt. Übrigens, wenn du eh schon deinen Garmin vorne drauf geworfen hast, kannst du deinen Garmin Connect Account auch mit der Insta360 App verknüpfen und dann solche Leistungs- und GPS-Daten als Overlay in deinen Videos darstellen. Auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht, ich verlinke es dir in der Beschreibung. Apropos App: Die Videos kannst du über die iOS oder Android App am Smartphone bearbeiten oder auch am Windows und Mac Desktop Rechner. Tolle Software, die regelmäßig Upgrades mit neuen Funktionen. Beim Fahren bemerkst du Halter und Kamera übrigens gar nicht. Ja, das sind wirklich coole Halter für alle, die ihre Bike-Abenteuer in höchster Qualität aufnehmen möchten. Und hier noch der Halter für integrierte Vorbau-Lenker-Kombis, kann ich dir mangels Lenker leider nicht verbaut zeigen. Vielen Dank für dein Interesse und für 8 Minuten Bike-Halter-Video dranbleiben. Die Links findest du in der Beschreibung. Lass mir doch bitte ein Like für dieses Video und ein Abo für unseren Kanal da. Merci und bis bald. Ciao, ciao.